strife, my right to fight, to die, oh. So, jetzt hier herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Star Wars Outlaws hier bei mir auf dem Kanal. Wir stehen immer noch hier, da wo wir in der letzten Folge aufgehört haben quasi. Ich will kurz speichern, damit es mal gespeichert ist ordentlich. Und dann würde ich jetzt in die Stadt reisen zum Schiff. Und dann wie angedroht würde ich aus meinem Orbit fliegen jetzt. Wir haben ja hier noch genug zu tun, aber wir haben im Orbit auch was zu tun, von daher. Warum auch nicht? Wir können es ja mal ein bisschen verteilen, ein bisschen dynamisch die ganze Sache angehen. Jetzt wieder 3-5 Folgen hier auf dem Planeten verbracht. Jetzt können wir uns wieder ein bisschen im Orbit beschäftigen. Dann bleibt das ein bisschen interessanter. Ist halt, also zwischenzeitlich können solche Spiele, solche Roleplay-Games, können zwischenzeitlich ziemlich grindy werden. Und das ist natürlich für den Zuschauer dann unschön. Achso, das ist nur das Klo. Habe ich irgendwas in der Kiste? Nee, ist nichts in der Kiste. Ich kann mal kurz gucken, ob ich was am Kleider, am Dings machen kann. Aber wahrscheinlich eher nicht, am Blaster. Module ist nichts, glaube ich. Ne, Ione. Superkühlung. Da fehlt uns Blaster, Umweltsystem. Also da kann man noch nichts machen. Aber es ist nicht schlimm, wir können dann auf jeden Fall noch demnächst noch irgendwas machen. So, und jetzt kann ich es nicht starten? Doch, setzen. Ja. So. Okay, Zeit um abzuhauen. Ja, Mann, wir kommen auf jeden Fall wieder. Mirogana, ist nicht das letzte Mal, dass du uns gesehen hast. Allein. Allein für den Soundtrack muss man das Spiel einfach lieben, ohne Witz. Das ist einfach. Allein für diesen epischen. Ach, ist einfach so gut. So, wir gehen mal hier kurz in den Dings. Und jetzt, Markierung ist ja raus schon, ne? Hier, da muss man hin. Schnellreise eingeschränkt hier. Da verfolgen ist an. Und da fliegt man jetzt hin. In der Ware. Wir haben leider keinen Hyperantrieb. Aber werden wir wahrscheinlich auch nicht brauchen. Wir müssen jetzt nur mal ein bisschen Ware schmuggeln. Ich weiß gar nicht, wo wir die hinbringen sollen. Oh Mann. Der Ruf so schlecht ist bei den Pikes. Wollen die uns direkt vernichten im Orbit? Bin ich so nett von denen. Liefere die gesamte Fracht in 2 Minuten ab. Haben wir die schon aufgesammelt? Ich hoffe es mal. Oh, da ist noch mehr Fracht. Okay, die balgen sich da rum. Mir egal. Kümmern wir uns mal jetzt nicht drum. Das ist so eine Art Zeitrennen oder was? Oha. Hat
Hat auf jeden Fall was. Der Schiffskampf macht Spaß auf jeden Fall. War es bei Starfield auch schön, der Schiffskampf, aber da ist halt, da ist so ein bisschen. Bei Starfield ist es irgendwie. Das ist schön, das gefällt mir mehr hier. Das liegt mir irgendwie. Weiß nicht, warum das so ist. So 30 Sekunden noch. Ich werde diesmal gar nicht den Schub gar nicht groß wegnehmen. Das wäre erledigt. Du bist recht kompetent für einen Menschen. Ich übermittle die Kredits. Sehr gut. So, abgeschlossen. So, und jetzt würde ich nochmal kurz. Wir sind ja hier, das ist ja dann Partystation. Wir sollen ja mal die Hackerin besuchen. Und da ist noch ein Fragezeichen, das können wir uns auch nochmal angucken. Sehr gut. So, dann müsste unser Ruf jetzt bei Crimson Dawn aber jetzt wenigstens neutral sein, oder? Jetzt nicht mehr schlecht. Gucken gleich mal. Ruf. Crimson Dawn dürftig, aber jetzt schon ein bisschen besser. Also jetzt noch ein, zwei Questen für die, dann haben wir das. Und hier dasselbe gilt für Pikes. Ein, zwei Questen für die Pikes. Können wir gucken, was es noch so an Aufträgen jetzt hier oben gibt. Ich habe da ein Fragezeichen, 70 Meter. Schiffsverbesserung kann ich, glaube ich... Da kann ich gerade auch, glaube ich, nichts, ne? Verteidigung. Reflektorschilde. Ne, da fehlen uns dann noch Recheneinheiten. Schildekapazität erhöhen, Bewaffnung. Ich glaube, das Spiel zeigt uns an, wenn wir irgendwas machen können. Da ist ein Fragezeichen, 35. Ah, wir haben die Schlüssel. Wir haben die Schlüsselkarte für den Dings, ne, jetzt. Stimmt, wir haben aus dem einen. Kann ich gar nicht mehr sagen, wo das genau war, aber wir haben aus irgendeinem. Aus irgendeinem Versteck. Ach ja, genau, bei dem Crimson Dawn Versteck, wo wir die Hackerin gesucht haben. Da haben wir die Schlüsselkarte für eine Partystation rausgezogen. Das heißt, wir können jetzt hier in dieses Fragezeichen reinspazieren. Versuch am Schlüsselkarte. Durchsuchen Sie das Gebiet und nehmen Sie sie unbedingt fest. Oh shit. Hab ich hier alles? Hey, schleich mal rüber und hol das. Zielperson verloren. Kehren Sie auf Ihre Stationen zurück. Fälsche ID-Karte. Okay, ein Glück. Ach, das ist hier Konsole, ne? Oder? Vermittler, lokale Vermittler. Hätten wir HM42 und Danka. Beide haben drei Aufträge. Auftrag für Hutten. Abgeschlossen. Und der andere ist nicht abgeschlossen, oder was? Achso, das ist Toshara. Diebstahl. Stil von Crimson Dawn. Liefere Ware an Arbeiter. Mirogana, Mirogana. Ruf bei. Das ist Crimson Dawn-Zeichen, ne? Pike Ware stehen. Stil von Pikes. Sensible Ware abliefern. Ich glaube, das ist Crimson Dawn Zeichen. Wir nehmen den mal an. Das haben wir in der letzten Folge schon mal gemacht. Das kann ich ja mal zwischen den Folgen machen. Ich muss ja nicht jetzt hier diese ganzen grindy Sachen auf euch abwälzen. Und hier haben wir noch was für Infiltration. Crimson Dawn Viertel auskundschaften. Platziere Datenstift im Crimson Dawn Viertel. Hohes Risiko, du bekommst nur eine Chance. Das müssen wir eigentlich hinkriegen, oder? Das haben wir schon gemacht. Dafür geht der Pikes-Ruf hoch. Ich glaube zumindest, dass das Zeichen für Pikes ist. Ich nehme den mal an.
So. Müsste unser Slot so voll sein. Jetzt unterhalten wir uns nochmal mit der Hackerin. Und dann fliegt man nochmal zu dem Fragezeichen im Orbit und dann fliegt man wieder nach Toshara zurück. Frage, wo wir die finden, die Hackerin, ne? An mehr kann ich mich nicht erinnern. Flügelnest ist ein Anfang. Da starten wir unsere Suche. Verlorene Weltraumfracht. Neue Informationen gefunden. Ach, guck mal, da ist sie, die Hackerin. Hey! Ayla, hey. Hast du schon einen Plan? Ich habe Optionen. Gut, dich zu sehen, Wes. Wow, diese Ähnlichkeit. Ah, du kennst also Rico. Komm schon, ich bin Hackerin. Glaubst du, ich weiß nicht, wer Rico Wess ist? Die Legende? Aha. Weißt du, sie hat mich eine Menge Aufträge gekostet. Ich habe sie ewig nicht gesehen. Klingt ganz nach Rico. Tja, sie blieb immer gern alleine. Mhm. Auf jeden Fall. Aber mit dir würde ich jederzeit arbeiten. Pass auf dich auf, Kay. Yo, haben wir es über unsere Mutter erfahren? Vater? Rico könnte... Nee, es wurde sie... Sie, also wahrscheinlich eine Frau. Okay. Was hat der hier? Noch mehr Aufträge? Wäre das hier interessant für dich? Ach so, das ist HM42. Wir haben keine Slots frei. Das heißt, lassen den mal. Auf Wiedersehen. Danke. Okay, cool. Na dann, auf zum Schiff. Wir können natürlich jetzt noch schnell das machen da mit dem Datennest da, mit der verlorenen Weltraumfracht. Oh, hier ist ja noch mehr vorgeschoben, imperiale Basis. Hey, vielleicht mal das gleich machen sollen, ne? Aber es war ja wirklich extrem viel los im letzten Mal. Hätten wir vielleicht in die Questlog gucken sollen. Hier verloren ist eure Weltraumfracht. Ich aktiviere die mal. Das lohnt sich auf jeden Fall mal in den Kantinas mal zuzuhören ein bisschen, ne? Möchten Sie Ihr Schiff aufrüsten? Jetzt nicht, danke. Aber sonst gerne. Ich dachte, dass die Aufträge hat für uns, ehrlich gesagt, diese Hackerin. Aber scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Dann starten wir in die unendlichen Weiten des Weltraums. Oder in die unendlichen Weiten des Toshara-Raums. Fliegen wir da mal schnell hin, das ist ja nicht so weit. 14 Parsec. Glaube ich zumindest, dass es Parsecs sind. Ich weiß es nicht genau. Oh. Da wird Wacker wieder meckern, wenn wir irgendwie eine Schramme rangeflogen haben ins Raumschiff. Zieht es automatisch wieder gerade. Guck mal hin. Das ist echt gut gemacht. Hier gibt es noch so viel zu erkunden in dem Weltall hier, ne? Aber wir sollten unseren Raumschiff auch noch ein bisschen ausbauen. Das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen Zeug holen. Das Raumschiff. Weil hier gerne mehr bessere Schilde.
So, wir sind in einem Suchbereich. Ich weiß nicht, wie so eine Fracht aussehen könnte. Ich kann, aber ich glaube, ich kann... Nee, kann ich nicht. Wahrscheinlich so eine gelbe Kiste, nehme ich an. Ach da, guck mal, das ist glaube ich so eine gelbe Kiste. Ja, das ist die. Die verlorene Weltraumfracht gefunden. Natürlich schade für die zwei. Die das noch gebraucht hätten. Ansonsten, ich komme mir noch über die Fragezeichen, die aufgedeckt werden müssten jetzt hier. Die reale Konsole. Ware von Crimson Dawn stehlen. Das wollen wir ja eigentlich jetzt nicht. Schmelztiegel, da gibt es noch einiges. Dann würde ich jetzt gerade mal zurückfliegen. Da gibt es mehrere Schätze hier. Slügel-Schwarm. Orientierungspunkt. Eine Fracksammlung, Treibstoffstation, Slügel-Schwarm, Schmelztiegel. Treibstoffstation, da fehlen auch noch zwei Schätze. Hätten wir auch damals gleich mitnehmen sollen, wahrscheinlich. Aber wir können ja jederzeit wieder drauf, denke ich mal. Oder hoffe ich zumindest. Dann Pali, da kommen wir gerade her quasi. Imperialkonsole, Schmelztiegel, gibt es natürlich noch einiges. Wenn wir einmal hier sind, können wir eigentlich mal schnell hier hinfliegen. Da, also zack, zu dem Schwarm. Mal gucken, was das ist. Das sind, glaube ich, so große wie so Weltraumwale, glaube ich. Oh. Muss aufpassen. Rollen ist nicht A und D. Bisschen doof belegt, finde ich. Musst mit T und Y musst du rollen. Aber damit erwartest du es eigentlich überhaupt nicht. Aber gut, mindestens E und Q hätte ich es erwartet. Aber wenn ich jetzt A und D, dann macht er so einen Move. Vielleicht im Kampf vielleicht ganz gut. Ich weiß nicht. Ob wir andocken können irgendwie. Wenn wir irgendwie Schätze suchen sollen. Warum sind hier so oben so viel Wrackteil? Was ist hier explodiert? Ne? Muss ein Sternkreuzer gewesen sein. Schon in den Klonkriegen basiert. Weil ich nicht genau weiß, Toshara sagt mir jetzt erstmal nichts. Dabei habe ich jetzt alle Folgen geguckt eigentlich, so ziemlich. Die letzte Staffel habe ich ausgelassen. Von den Star Wars Clone Wars. Es war eine animierte Serie, gell, aber es ist unglaublich interessant, finde ich. Aussteigen kann ich nicht, ne? Nee. Man weiß ja nicht so genau, was man hier machen soll, ehrlich gesagt. Vielleicht erklärt einem das Spiel aus noch... Wüsste ich jetzt eigentlich erstmal nix. Das ist ja wie ein Tier, ne? Naja, komm. Wir lassen's. Flieger nur ein Sprit leer, jetzt ehrlich gesagt, hier, wenn es denn Sprit gibt. Kann ich von hier jetzt einfach Schnellreise machen? Nein. Ach, das ist ja lustig. Gut, brauchen wir gar nicht zurückfliegen. Nur eine Schnellreise, mache ich einen kleinen Schnitt an der Stelle. Für die Ladezeit. So, zack, sind wir auf Orbit hier, sind wir gelandet schon auf Toshara. Ich aktiviere jetzt den Auftrag hier, schmuggeln erstmal. Und dann suchen wir uns im Hirogana-Tal. Wahrscheinlich wieder mit den komischen Bikes da, dass wir angegriffen werden. Das können wir jetzt noch machen in der Folge. Und dann
Müsste es reichen für heute. Damit steigere ich den Ruf ein bisschen bei Crimson Dawn und dann können wir dann die Datenstifte platzieren. Oder von was klauen von Crimson Dawn. Ich denke mal, dann... Ich denke mal, so kann man sich so ein bisschen hinhelfen. Ist gar nicht so weit bis zum... Müssen wir zum Einsammeln mit dem Punkt kommen. Oh, das ist eine Gelegenheit in der Nähe. Eine Gelegenheit in der Nähe. Okay, irgendwelche Schätze. Irgendwelche Unentdeckten. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal zu Mirogana. Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Mist, wir müssen erstmal dahin. Oh, ich soll die abliefern, die. Wo kriegt die denn her, sensiblen Daten? Ne, ich muss die erst holen. Ich glaube, ich muss die erst holen. Fahr mal kurz zurück nach Mirogana. Das hatte ich jetzt falsch verstanden. Da stehen die Bahnbrecher. Interessant auch, dass das Schiff nicht sucht, mit dem wir es geklaut haben am Anfang. Aber gut, wer bin ich schon, der das in Frage stellt? Meter. Aber auf der Höhe auf jeden Fall. Kann ich da eventuell vielleicht Scharniere reisen? Hier, ach, das ist der Dingsbumshändler hier, der uns nicht durchlässt. Der Typ. Der uns nichts verkaufen will, weil keine Reputation bei dem haben. Da kommen wir jetzt nicht rein, ne? Da meckern die jetzt schon rum. Lass das! Okay, ist ja gut. Beruhigt euch. Mensch. Mensch. Mal gucken, dann gehen wir mal hin zu dem. War noch schon ein paar Mal bei dem eigentlich. Ich dachte, hier hinten ging's lang. Ist ja blöd. Vom Markt aus ging's eigentlich, ne, hier. Machen wir schnell eine Schnellreise hin. Dann geht es ein bisschen schneller für euch. Und dann gehen wir mal richtig. Ich aktiviere mal den Typ. Als Suchfolge-Dings. Wir hatten ja am Anfang jemand mal 100 Credits geborgt irgendwie. Aber die haben bis jetzt haben wir den nicht wieder gesehen, ne? Er hat gesagt, er kommt auf jeden Fall wieder und gibt das Geld wieder. Scheinbar, nee, ist nicht so genau hier. Aber genau, und jetzt war es irgendwie. War das hier lang? Ja, hier war es lang, genau.
So, jetzt müssen wir die Fracht holen. 1 Meter, die muss hier irgendwo sein. 2 Meter entfernt. Und den hat zu keiner die Fracht. Über 20 Meter über uns. 1 Meter. Gut, sensible Daten kann ja alles sein, ne? Das kann ja nur ein Datenblock sein oder ein Stift oder ein USB-Stick. Ist aber auf jeden Fall nach unten. Wir stehen jetzt quasi drauf. Hole die 823 Meter, hole die Fracht. Alles klar, das war jetzt nur alles klar. Alles klar. Mein Fehler, es tut mir leid. Liefer alle Ware in 2 Minuten ab. Scheiße. Hiroganatal. Kann ich Schnellreise machen zum Raumschiff? Nee. Wie soll das funktionieren, sag mal? Boah, ich hoffe, ich laufe hier richtig. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich. Ja, da ist der Ausgang. Ein Glück. Okay, 1 Minute noch. Aber es ist doch nur ein paar hundert Meter, ist nicht weit. Auch in den folgenden Tagen herrschen starke, gleichbleibende Winde vor. Die Bedingungen über der zentralen... Nein, ja, mach doch mal. So, 150 Meter in 50 Sekunden. Boah, ist irgendwo hier unten. 20 Sekunden. Da ist er, da ist die Truhe. Oh, ein Glück. Du warst erfolgreich. Eine angenehme Überraschung. Ich übermittle deine Kredits. Kredits sind leichter zu verdienen als... Alles gut. Wir sind nur zu Besuch. Nice. Das suchen wir später, ja? So, für den Rauchbaum haben wir auch ein bisschen was gefunden jetzt schon. Neuer Schatz. Position Lügners Ruhe. Ach, nix Schatz ist das. Ist das hier in der Nähe oder was? Alter, guck. Folgen. 28 Meter. Hier vielleicht runter. So, ich habe keine Ahnung, ob ich hier noch richtig bin.
weißt schon, dass ich keine klebrigen Pfoten habe wie du. Ja? Die Texturen werden schon mal matschig. Das heißt, wir müssten mal das Spiel neu starten. Der hat immer noch das Grundproblem, dass der Arbeitsspeicher, der VRAM von der Grafikkarte, der Arbeitsspeicher sozusagen, der läuft voll von der Zeit. Okay, hoffentlich ist niemand da. Und dann das Gipfel darin, dass dann die Texturen nicht mehr richtig nachgeladen werden wie jetzt hier, dann werden sie matschig und wenn du dich rumdrehst, ist es wieder gut und so ein Shit. Aha, guck. Ich hoffe, das war es wert. So, und haben noch einen Nix-Schatz geholt in der Folge. Das ist natürlich auch sehr interessant. Glückswürfel, neuer Sammlergegenstand. Das fände ich natürlich sehr gut an der Stelle. Gut, aber ich würde sagen, dann sind wir jetzt am Ende angekommen und in der nächsten Folge versuchen wir dann, versuchen wir wieder noch ein bisschen Hauptquest zu machen, eigentlich einfach. Und dann sind wir weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im Weltall.